Ja, wie kannst du die nächsten Stufen bei der DVAG erreichen, also bei der deutschen Vermögensberatung, vielleicht sogar Stufen überspringen? Das möchte ich dir anhand meiner Erfahrung zeigen. Ich habe hier zwei konkrete Strategien mit, die du kennen solltest, weil es dann einfach noch leichter geht. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ich bin nicht bei der deutschen Vermögensberatung, aber ich habe im Strukturvertrieb im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht. Nur mit Facebook, ohne Freunde anzusprechen. Unterhalb von diesem Video findest du den Zugang zu meinem Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, ich hoffe, du willst die nächsten Stufen bei der DVAG, der Deutschen Vermögensberatung, erreichen. Lass uns starten. Der erste wichtige Tipp, und wir sprechen hier nur über Facebook, weil ich habe mein gesamtes Business im Strukturvertrieb nur mit Facebook aufgebaut. Der erste Tipp: Textbausteine. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Es ist etwas, was unsichtbar abläuft. Und zwar, wenn du fremde Menschen kontaktierst über Instagram, im Messenger oder über Facebook, dann analysiert Facebook und Instagram sogenannte Textbausteine. Das heißt, wenn du immer wieder ähnliche Phrasen verwendest, dann hast du hier ein Problem. Wenn Facebook oder Instagram Textbausteine erkennt in deinen Nachrichten und du schickst hier 15 Nachrichten, dann passiert eine unsichtbare Sperre. Das bedeutet, diese Nachricht kannst du zwar schicken, aber sie kommt nicht an. Das heißt, dein Gegenüber bekommt diese Nachricht nie. Und in den letzten Tagen habe ich doch viele Nachrichten bekommen von Menschen, die mir sagen: Willi, ich bin sehr, sehr aktiv. Ich bin im Strukturvertrieb, unter anderem auch bei der DVAG, aber auch in anderen Unternehmungen. Und es antwortet mir niemand mehr. Sind die Leute nicht offen? Liegt es am Unternehmen? Liegt es an meinem Auftritt? Liegt es an meinem Profil? Und ich muss dann immer wieder sagen: Nein, es liegt an diesem neuen Textbaustein-Update. Das heißt, Akquise zahlt sich nicht wirklich aus. Und so kommst du natürlich sehr, sehr schwer in die nächsten Stufen bei der DVAG. Ich sage dir aber am Ende vom Video natürlich eine Lösung. Punkt Nummer zwei, wenn du, die zweite Erfahrung, wenn du in die nächsten Stufen bei der DVAG kommen möchtest, sind eben Freundschaftsanfragen. Als Basis, um Nachrichten schicken zu können, brauchen wir eine Freundschaft auf Facebook, sonst landet die Nachricht im Spam-Ordner. Gut, jetzt gibt es aber hier die Problematik, dass nach 5 bis 10 Freundschaftsanfragen ein Pop-up kommt. Kennst du diese Person wirklich? Und wenn du da drüber gehst, obwohl du die Person nicht wirklich kennst, im normalen Leben sozusagen, dann landest du im Facebook-Jail. Der Facebook-Jail ist eine Art Strafe, das heißt, du wirst dann mit Mangel der Sichtbarkeit bestraft. Jetzt gibt es hier einen kleinen Trick, und zwar, indem du die Freundschaftsanfragen abwechselnd schickst. Also du beginnst zum Beispiel in der Früh mit deinem Smartphone, schickst 3, 4, 5 Anfragen. Achtung, es zählt hier auch die Zeit. Bitte nicht in die Facebook-App gehen und sagen zack, 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 sondern immer so alle 10 Sekunden, aber auch nicht genau alle 10 Sekunden, sondern also unrhythmisch Freundschaftsanfragen schicken. Wichtig ist, in der Früh schickst du zum Beispiel mit dem Smartphone, am Vormittag machst du das mit dem Desktop, zum Beispiel in der Firma, zum Mittag mit dem Smartphone, am Nachmittag mit dem PC zu Hause. Wichtig ist hier, dass du hier eine gute Mischung hast, weil dann Facebook dich nämlich mehr Freundschaftsanfragen schicken lässt. Kommen wir aber zum Punkt 3, wenn es darum geht, die nächsten Stufen bei der DVAG zu erreichen. Und wir sehen hier schon, proaktive Akquise wird sehr, sehr schwer. Und es wird immer schwerer, weil auch neue Updates schon warten. Du musst den Spieß umdrehen. Müssen tust du gar nichts, aber ich empfehle es dir. Und zwar Google nutzen. Jetzt in dem Moment suchen ganz viele Menschen nach Produkten der DVAG. Das heißt, sie kennen die DVAG schon, sind ein bisschen unsicher. Soll ich bei der DVAG was machen? Ich gebe dir hier ein paar Beispiele, weil ich habe hier es auf den anderen Schirmen stehen. Zum Beispiel Erfahrungen mit der DVAG, Finanzanalyse, DVAG, Beratung, DVAG und so weiter. Stell dir vor, die Menschen geben das auf Google ein und finden deinen Facebook-Account. Das funktioniert, aber nur wenn du die neue Google-Funktion aktiviert hast. Leider ist diese standardmäßig nicht aktiv, aber unterhalb in meinem Gratiskurs zeige ich dir genau, was es mit dieser neuen Google-Funktion auf sich hat. Also das sind so meine 3 Erfahrungen zum Thema die nächsten Stufen bei der DVAG erreichen, und rock it, hau rein, bye bye, ciao, ciao.